mal wieder ein Movie von uns. Wer sie die Brille haben? So, ja. So, und zwar sind wir heute mal mit dem Fahrrad unterwegs und wollen mal ein bisschen die Gegend erkunden. Aber was wir so für interessante Sachen finden. Und zwar schalten wir mal rum. Wenn es denn klappt. Also hier haben wir das Rivera. Hier vorne ist die Second Road und das ist der Hintereingang von den You Can All Eat für 300 bis 500 Baht. So. Ansonsten haben wir hier noch eine Villa. Allerdings sehr, sehr verlassen. Und hier gehen wir mal rum. Also hier sieht es ganz schön wüst aus. Hier ist ein kleiner Teich, sehr schön, aber ihr seht es ja. Und dann wird es noch angebrannt. Und zwar befinden wir uns hier bei der Villa Germania. Ihr seht es hier. Ja, und wir gucken einfach mal, was wir hier so für schöne Bütchen finden. So, gucken wir nochmal hier drüben. Das Fahrrad gehört im Übrigen nicht mit zum Müll. Ja, ist natürlich eine sehr ruhige Ecke hier, wo man schnell mal was abladen kann, ne? Ja, ein bisschen Trauer. Ist halt so, ne? So, guck mal. Zum nächsten Ort. So, hier sind wir wieder. Ja, wie gesagt, es sieht hier auch nicht besser aus. Allerdings, warum ich hier die Kamera rausgeholt habe, während die Oberleitung. Boah, hat man echt Angst, hier lang zu laufen. So, komm mal mit. Ui, sieht das gruselig aus. Ich denke mal, der Pfeiler wird auch nicht mehr so lange halten. Der hat schon eine ganz schöne Schräglage. So, hier kommen wir allerdings wieder zu Hotels und Appartementhäuschen. Aber ihr seht es ja. Ich gehe mal vor, das wäre mir am liebsten, Otto. Ja, das ist so ein typisches wieder, was entweder nicht zu Ende gebaut. Oder die Leute sind ausgezogen und haben die Fenster mitgenommen. Tja. Ja, hier ist alles verlassen. Obwohl ja hier vorne dann schon wieder das Hotel ist. So, komm, wir gehen mal hier schnell wieder rüber. So, hier haben wir noch unerschlossenes Land. Aber hier können wir nicht einfach reinfahren. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Firma war, weil ja hier die ganzen Dinger sind. So, hier sind ja Leute drin. So, ich würde sagen, wir fahren weiter. Also, Otto ist ja nicht ganz so begeistert, weil er da immer mal ruhig sein muss. Aber wir werden sehen, ne? Was hat er denn? Alles okay? Ui. Und zeig mal den Leuten deine neuen Turnschuhe. Du sollst dich hinstellen. Au! War rot. Okay, also. Wir sind jetzt so ein Stück weiter gefahren und hier haben wir ein schönes Village. Ja, schöne Häusli, die sind auch bewohnt. Aber die Außenanlage, ja, die kippt schon ein bisschen. Warum ich jetzt gehalten habe, hier war eigentlich, deswegen wollte ich ja herfahren. Man sieht es ja noch, also hier wohnen ja Leute, wir gehen nicht so weit rein. Und hier war ein Fitnessstudio. Also ihr seht es ja hier, Reformer, Yourself, aber ist nicht mehr da. Also die Spiegelfront seht ihr ja noch, das sind alles Spiegel hier.
und hier Baracken. Ui. Alter Hund bellt, da müssen wir raus. Komm, wir sind hier im fremden Gebiet, Otti. Es ist so, es hat sich hier ganz, ganz schön viel verändert. Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, wir wissen nicht, wenn es mal besser wird, aber es ist sehr, sehr traurig. So, also fahren wir weiter. Fahren wir weiter. So, hier sind wir wieder. Ja, ein witziges Bild. Ansonsten hört es ja, wird gebaut. Ja, hier ist wieder Müllkippe. Ansonsten, wer Land kaufen will, auch kein Problem. Und hier haben wir mal wieder so ein typisches Beispiel von Theis. Also es ist ja sehr... Also ihr seht es ja hier, aber hier in dieser Gegend einen Kaffee zu bauen, ist eigentlich... Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist sehr neu, sieht alles sehr schick aus, aber ihr seht es ja selber. So, wahrscheinlich eine Autowerkstatt. Ansonsten ja, eher eine Müllhalde dann oder ein Secondhand-Laden. So, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Ach, das war das Land, was verkauft wird. Und hier haben wir ein Konto. Aber da wird gerade gebaut. Wie man das natürlich lautstark hört. Ich schätze mal, in dieser Gegend werden nicht viele Leute hinkommen. Wir gehen mal hier rein. Ja, ist der Altstoffhandel. Aber ein etwas kleinerer. Also sieht schon ganz schön wüst aus hier, ne? Jetzt sind wir hier Privatgelände, da gehen wir mal lieber wieder raus, wa? Obwohl die Leute ja nichts sagen. Winke mal den Onkel, da. So, gut. Ja, ihr seht es hier. Also ich würde sagen, wir machen schnell weiter. Aber die Bohrmaschine ist ganz schön alt. Und jetzt noch die Musik. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ein Einfamilienhäusli. Und hier sieht es schon ganz schön wüst aus. Also hier sind viele Parkplätze für die Boote. Ansonsten hier haben wir wieder eine kleine Wohnanlage, die zum Verkauf steht. Ihr seht es hier, sind auch Leute drin. Und zwar ist es so, bevor man hier Alarmanlagen und sowas baut, ist es eigentlich günstiger, hier eine Thai reinzusetzen oder einen Thai, der den ganzen Monat drauf aufpasst. So, hier haben wir es. Das ist das alte Schild. Ja, vielleicht wird auch noch weitergebaut. Ich kann es euch nicht sagen. Hier kommt so ein typisches Wasserauto. Da haben wir früher auch mal bestellt. Der fährt vors Haus und trägt euch bis in die Wohnung. Allerdings müsst ihr wissen, ist von der Aufbereitungsanlage. Ne? So. Aber weißt du kämpfst schon wieder hier. Eh? So, hier haben wir noch eine schöne Wohnanlage. Es ist eben, ihr hört es ja, es ist sehr, sehr ruhig. Sehr angenehm. Mit Pool, so ein paar versteckte Sachen. Garantiert auch preislich sehr, sehr günstig. Aber wir wollen nicht extra reingehen. So, und hier haben wir noch, ja, da müssen wir gleich mal gucken. Ich würde sagen, ja, wir zeigen ihn hier, den Sportler. Ich würde sagen, wir machen Witz des Tages.
Und dann probieren wir mal, ob du die Kamera halten kannst und wir mit dem Fahrrad fahren. Wollen wir das mal machen? Ja. Der neue Kameramann. Ah, ja, genau, wir stellen es dann in YouTube. Also, bis gleich, freut euch auf Otto Kameraführung. Was macht ein Klon im Büro? Ein Clown. Ein Weihnachten. Faxen. Weihnachten. Weihnachten, das ist eine Weihnachtsmitte. Ist am besten gar nichts mehr. So, haben wir Otto seine Kameraführung. Gehen wir so ein bisschen nach rechts. Nach rechts, so ein bisschen nach rechts. Jawohl. Und aber gerade halten. Und nicht so schnell. Mal langsam. Wir haben ja sehr, sehr schöne Bütchen. Hier haben wir zum Beispiel das Busaba. Komm mal. Ja. Aber es ist ein sehr schönes Hotel ist. So, warte ich mal lieber selber. Und hier haben wir so typisch. Hier ist wieder für die Boote. So, und jetzt fahren wir mal hier schön langsam. So, hier haben wir auch noch zwei Boote drin. Hier wohnen ja die Leute richtig. Oh, was haben wir hier? Schweinchen. Ja. Ja. Und ein bisschen Angst, guck mal. Und Hühner. Und Yippie-Aye. So. Also die Kamera gerade abgestürzt. Und wir machen nochmal Probeaufnahmen und dann fahren wir erstmal nach Hause. Ne? Ich würde sagen, wenn euch unsere Movies hier fallen, gern Abo da lassen. Gerne gucken! Halt hoch! Gerne gucken! Und werdet alle glücklich! Bis die Tage! Bye, bye! Oh!